Guten Abend, wünsche ich allseits. Ich hoffe, Sie können mich gut hören. Schreiben Sie ein Plus, wenn Sie mich gut hören. Wunderbar. Ich grüße ganz herzlich die ganze Welt. Jetzt Grüße aus Italien. Ich freue mich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Denn das ist wirklich ein unglaubliches Projekt, YouGain. Warum ungewöhnlich dieses Projekt ist? Das ist ein Geheimnis der Geschäftsleute, ein Geheimtipp, ein Instrument, das es ermöglicht, jedes Business in jeder Ecke der Welt neu zu starten. Denn heutzutage hat jeder Unternehmer, jeder Geschäftsmann oder Geschäftsfrau eigene Probleme. Man muss für die Werbung zahlen, Betriebskosten zahlen und so weiter. Deswegen gerade für alle Unternehmer haben wir dieses Projekt ins Leben gerufen. You gain with no pain, also verdienen ohne Schmerzen. Für diejenigen, die hier neu sind, möchte ich sagen, das ist eine digitale Plattform für kleinere, mittlere Unternehmer und für Einkaufszentren, für Unternehmer und ihre Kunden. Und wie Sie wissen, Kunden ist der Hauptbestandteil, der zentrale Punkt jedes Business. Das ist der Pfeiler und die Stütze, auf der jedes Business gründet. Deswegen, wenn Sie hier zum ersten Mal sind, ich möchte Ihnen gratulieren. In diesem Webinar können Sie viel Neues erfahren. Und dieses Projekt wird Ihnen möglich machen, viele Ihrer Probleme zu lösen, neue Kunden zu bekommen, aber auch die Krankheiten, Business-Krankheiten zu heilen, die man so ab und zu hat. Das war eine kleine Einleitung. Heute ist ein besonderer Tag für mich. Es war ein ereignisreicher Tag. Wir haben einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Das ist ein kleines Geheimnis, aber wir arbeiten an einem weiteren Schulungskurs hier in Italien. Darüber werde ich später berichten. Heute aber bin ich glücklich. Ich freue mich, weil wir große Ergebnisse erzielt haben. Ich meine hier unsere Community in Italien. Und ganz bald, glaube ich, ich werde ein bisschen näher erzählen über dieses Geheimnis. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich heiße Drago Stanciu, ich bin Vertreter des Projektes Average. Ich bin Koordinator im globalen und Investmentportfolio. Ich bin auch Projektmanager von YouGain. Das ist gerade das Projekt, worüber ich heute sprechen werde. Ich bin zertifizierter Trainer von Master Profi und Moderator im Spielsimulator Genie der Finanzen, Mitglied der Vereinigung generell der Welt für den Frieden. Ich bin Investor und Unternehmer. So, jetzt gehen wir zur nächsten Folie über. Ich will nicht lange über mich sprechen, deswegen wir kommen sehr schnell zur Sache. Ich bin auch Kunde. Wenn ich einkaufen gehe, wenn ich mein Geld ausgeben will, um eher einen Service zu bekommen oder ein Produkt zu bekommen. Und dadurch bekomme ich auch Erfahrung, eine glückliche Erfahrung, denn man ist glücklich, wenn man sein Geld gut ausgegeben hat und etwas bekommen hat, was man wollte. Wir sehen einen Unternehmer, der
der ein Service oder ein Produkt anbietet und auf diesem, auf der, ja, auf der, auf dem linken Foto sehen Sie, der Kunde ist zufrieden. Der Kunde ist zufrieden. Der Kunde ist immer zufrieden, wenn er etwas Gutes vom Unternehmer, vom Verkäufer bekommen hat. Dann kommt er bestimmt noch einmal, um bei Ihnen nochmal zu kaufen. Oder er wird Ihnen eine schöne Werbung machen, indem er weitererzählt über seine Erfahrung. Und es gibt auch Situationen, wo die Kunden unzufrieden sind. Was ist dann? Das bedeutet, dass der Kunde keine positive Erfahrung hatte und er kommt zu Ihnen nie wieder. Er wird Ihnen keine Werbung machen. Er ist enttäuscht, weil er denkt, er hat das Geld umsonst ausgegeben. Deswegen auf keinen Fall wird er über ihr Business in Engelszungen erzählen. Und natürlich, wenn er erzählt, dass er eine schlechte Erfahrung gemacht hat, dadurch werden sie keine neuen Kunden bekommen. Daher, für sie bedeutet das entgangener Gewinn. Ein großes Problem. Deswegen, man muss mit Kunden sehr vorsichtig umgehen und sehr schonend. Die Kunden sind der zentrale Bestandteil eines jeden Business. Ich möchte Ihnen nur erzählen, was Yugen Ihnen ermöglicht. Also zum Ersten, das bedeutet weniger Werbungskosten. Also stellen Sie sich vor, ein Unternehmer gibt 15 bis 30% vom Ertrag für die Werbung aus. Und es kann auch passieren, dass die Werbung keine weiteren Kunden Ihnen einbringt. Das ist auch leider wahrscheinlich. Also man hat das Geld einfach in den Wind geworfen. Heute, als auf dem Weg aus Mailand, ich hatte ein wichtiges Treffen heute. Und unterwegs auf der Rückreise, ich habe Werbung gesehen, viele Billboards. Und stellen Sie sich vor, was das kostet, hier auf diesen großen Plakaten Werbung zu zeigen und zu kaufen. Für ein Jahr, ja, denn in der Regel, man kauft diese Werbungsflächen für ein ganzes Jahr, also für 6 Monate, für 12 Monate. Wenn Sie wissen, was das kostet, übrigens können Sie im Chat schreiben. Was kostet ein Jahresabo für die Werbung für ein Billboard? Tausend 200 Euro schreibt jemand pro Jahr, 2.000 Euro pro Jahr. Ja, wissen Sie, als Unternehmer, ich habe niemals versucht, meine Werbung auf Billboards zu platzieren. Denn diese Zahlen, diese Preise, die unterscheiden sich, klar. So eine Werbung kostet ab 4.000 Euro, glaube ich, für ein ganzes Jahr und bis 10.000 Euro pro Jahr und auch mehr. In jedem Fall, das ist viel Geld. Viel Geld. Natürlich, es gibt Menschen, die das kaufen, die das machen, aber viele verzichten darauf, denn es macht nicht immer viel Sinn. Man bekommt kein entsprechendes Ergebnis. Einfach. Was bietet Eugen Ihnen noch an? Unsere Werbung ist äußerst wichtig, denn das Geheimnis, das wir anbieten,
Das Geheimnis steckt in unserer Software. Das ist die Herstellung eines Kommunikationskanals. Wenn Sie als Unternehmer jemanden bitten, diese App runterzuladen, und das empfehlen Sie allen Ihren Kunden, egal was Sie verkaufen, ein Service, eine Dienstleistung oder ein Produkt. Daher, dank dieser App, Sie können einen Kommunikationskanal herstellen. Das ist sehr wichtig, denn diese Kommunikation wird Ihnen eine kostenlose Werbung ermöglichen. Absolut unentgeltlich. Sie können Ihren Service und Ihr Produkt werben und Sie bekommen mehr Kunden dadurch. Außerdem, mit YouGain können Sie mehr Wiederholungskäufe bekommen. Denn Sie wissen, es ist sehr wichtig, den Kundenbestand zu bewahren und die Kunden, dass die Kunden Ihnen nicht weglaufen, dass sie immer wieder bei Ihnen einkaufen. Sie können Rabatte anbieten, Aktionen anbieten, dann können Sie Interesse von vielen Kunden wecken. Eine weitere Möglichkeit mehr bedeutet hier mehr Kundenbestand, mehr Kunden. Unsere App ist kostenlos. Sie können diese App runterladen, die Kunden können ihre App runterladen und diese App können Sie auch an Ihre Freunde weiterempfehlen. Es gibt Analyseinformationen in dieser App und dank diesen Informationen können Sie Ihre Kunden besser verstehen. Sie werden mehr darüber erfahren, was Ihnen gefällt, was Sie mögen, was Ihre Kunden mögen. Außerdem, Sie können mit dieser App die Qualität und das Verkaufsvolumen Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung überwachen, kontrollieren. Sie kommen in ein Gespräch, Sie bekommen Feedback, Sie bekommen dadurch Rückmeldung von Ihren Kunden. Sie analysieren die Statistiken, Sie kontrollieren die Rückmeldungen, das Feedback und darauf basieren, Sie können neue Strategien erstellen und die können Sie nachher nutzen in Ihrem Kommunikationskanal. Wir haben unsere Präsentation mit zentralen Möglichkeiten, mit wichtigsten Möglichkeiten angefangen und das alles, also mit all diesen Instrumenten können Sie mehr Kunden bekommen, Sie können besser Ihr Produkt anbieten. Sie können auch Vorteile anbieten dank Optionen in dieser App. Diese App wird außerdem in viele Sprachen der Welt übersetzt und wird auch weiter verteilt in aller Welt. Das bedeutet, Sie bekommen mehr Möglichkeit zur Interaktion und zur Kommunikation mit Kunden aus verschiedenen Ländern. Sie können wechseln aus offline ins Online. Zeigen Sie die nächste Folie. Was gibt Ihnen denn YouGain Business? Wenn wir jeden Punkt hier analysieren, wir können dann verstehen, wir können den Wert dieses Produktes verstehen, besser verstehen. Ich würde sagen, das ist etwas mehr als irgendeine App oder Software. Das ist ein Ökosystem. Und am Ende dieser Präsentation, wir werden über dieses Ökosystem sprechen. Ich werde Ihnen eine Nachricht mitteilen, eine große Nachricht mitteilen. Aber darüber ein bisschen später.
Lass uns diese Folie analysieren. Zusammen Interaktion oder Zusammenarbeit, Kommunikation mit den Kunden. Hier, das hat alles, hier geht es um den Kommunikationskanal mit den Kunden. Wichtig hier ist das Feedback. Wenn ich das Feedback von meinen Kunden sehe, ich kann sofort reagieren, ich kann analysieren. Und dadurch kann ich mein Service verbessern, mein Produkt verbessern, das ich anbiete. Wenn Kunden ihre Rückmeldung schreiben, ihr Feedback schreiben und sie sofort reagieren, sie sorgen für mehr Loyalität seitens ihrer Kunden. Sie treten in einen Kontakt mit ihren Kunden. Preisliste oder Menü und Annahme von Bestellungen, das ist auch eine Möglichkeit. Das ist eine großartige Möglichkeit. Die liegt im Trend der Zeit. Die Unternehmer, die nicht online präsent sind, sie haben nur ein physisches Business, also das heißt Offline-Business. Natürlich jetzt, es ist sehr traurig, denn viele müssen ihr Business, ihr Geschäft schließen wegen der Pandemie. Und es gibt auch Gesetze, die da Einschränkungen vorsehen. Und die Unternehmer verlieren daran viel Geld. Und hier ist eine gute Möglichkeit. Es ist eine tolle Möglichkeit, wenn Sie umsteigen können von offline auf online. Und das können Sie in Windeseile machen. Wenige Minuten brauchen Sie dafür. Das wird nur ein Fingerschnippen dauern, also das läuft ganz schnell. Und auf einmal, ganz schnell, sie sind global. Außerdem, wir haben digitale Datenbanken hier und Einholung von digitalen Statistiken. Dadurch können wir auch unsere Kunden besser verstehen. Wir können verfolgen, wie oft sie einkaufen, was sie so durchschnittlich pro Einkauf zahlen. Und so verstehen wir ganz exakt die Einflussfaktoren, die Effizienz des Verkaufs in Ihrem Business beeinflussen. Sie können besser die Prozessabläufe kontrollieren und Sie können Probleme beheben, Fehler beheben. Motivationssystem für die Mitarbeiter, Personalmotivation. Noch eine weitere Funktion hier in unserer App. Das ist eine interessante Funktion, ein interessantes Feature, denn die Unternehmer brauchen viel Zeit. Es kostet viel Zeit, um Personal auszubilden. Denn die brauchen diese Ausbildung, brauchen diese Schulung, um dann unser Business weiter zu fördern. Wozu brauchen wir diese Option? Wozu braucht man Personalmotivation? Das ist ein Instrument, mit dem wir die Effizienz unseres Personals analysieren können. Wir können Ziele setzen und diese auch erreichen. Wir können sehen, unser Personal in der Lage ist, unsere Ziele, unsere Aufgaben zu erfüllen und Ziele zu erreichen. Und die Mitarbeiter können ihre eigene Arbeit auch analysieren, um bessere Ergebnisse zu erzielen und auch vielleicht einen Bonus zu bekommen. In diesem Fall der Unternehmer kontrolliert das Personal und
verbessert auch die Qualität des Service oder des Produkts. Und man bekommt letztendlich was? Er schafft für den Kunden eine positive Erfahrung. Das ist gerade das linke Bild da auf der ersten Folie. Das ist eine positive Situation, wo der Kunde zufrieden ist und die ihn dazu animiert, noch einmal bei Ihnen zu kaufen. Was Marketing angeht, wir haben flexible Einstellungen. Hier können die Unternehmer erforderliche Entscheidungen im Marketingbereich treffen. Denn dank statistischen Daten, dank dem Feedback und all den Informationen wir als Unternehmer, wir können unsere Marketing, wir als Unternehmen, wir können unsere Marketing-Einstellungen entsprechend anpassen. Zum Beispiel, wenn wir im Vorfeld eines Festes, einer Feier, eines Feiertags, es ist ein Valentine's Day, also Valentinstag, wir können eine schöne Grußkarte anbieten. Wir können promoten, wir können einen Ring oder eine Perlenkette oder ein Parfüm anbieten. Wir Männer, wir mögen Schlipse. Also jedes Produkt, was ich verkaufe, ich kann von anderen Unternehmen, die unserem Ökosystem angehören, ich sehe alle Rabatte, die sie anbieten. Und ich kann das auch weiter anbieten. Und für den Kunden ist es sehr angenehm. Und das sorgt für positive Emotionen, positive Erfahrung. Der Kunde mag, wenn er umsorgt und umfühlt ist. Und auf jeden Fall, so ein Kunde, wenn er zufrieden ist, der wird eine schöne Werbung für Sie machen. So, wir kommen zur nächsten Folie über. Ja, diese zwei Folien, ich wollte genau darauf eingehen, die sind sehr wichtig und die bilden den Kern eines Business. Deswegen. Die Kunden, also Qualität von Service und Produkten, das ist sehr wichtig. Und das gehört auch dazu, auch zu Ihnen, unsere App. So unsere Features, unsere Funktionen. Wie ich bereits sagte, diese App ist kostenlos für die Kunden. Die Kunden können registrieren über ein QR-Code. Und Rabatte bekommen. Auch der Kunde kann auch noch mehr Rabatt bekommen, wenn er ein Jahresabo oder Monatsabo hat. Und er ist auch da somit in der Lage, ein eigenes Business aufzubauen. Hier auf dieser Folie, wie Sie sehen können, auf dieser Folie, da habe ich übrigens einen kleinen Fehler entdeckt, wo hier das Zeichen des Geschenks ist. Da steht Bonusprogramm. Es geht hier um die Kommissionsgebühr, um die Kommission und Boni, die unseren Kunden zur Verfügung stehen. Denn wie Sie wissen, Geschenke sind sehr wichtig. Die Kunden bekommen geschenkte Punkte für die Weiterempfehlung an die Freunde und für die Käufe, die sie hier tätigen und für die Käufe der Freunde. Deswegen ist dieses Programm sehr wichtig. Wir müssen dieses Programm nie vergessen.
Bonusprogramm, warum ich näher darauf eingehen will. Unser Unternehmen, ich freue mich, dass ich für dieses Unternehmen arbeite, denn neben verschiedenen Projekten zum YouGain, das wie YouGain, dieses Unternehmen besitzt, hat ein besonderes Verhältnis zu den Leadern, zu den Führungspersönlichkeiten hier. Also ich freue mich, hier zu arbeiten, weil wir immer auf die Empfehlungen unserer Leader hören. Ich habe einige Rückmeldungen bekommen für die Präsentation, nach der Präsentation, die ich am Mittwoch durchgeführt hatte. Diese Präsentation dauerte etwas länger als üblich, denn in der Regel ich erzähle über das Produkt und dann rede ich über Business. Und dank diesem Feedback kann ich meine Arbeit besser machen. Ich kann meine Präsentationen verbessern. Und ich freue mich, Sie alle hier zu sehen. Ich weiß, Zeit ist Geld. Also ich versuche rechtzeitig hier Schluss zu machen mit dieser Präsentation. Also uns ist das Feedback von Unternehmern und von Kunden ist sehr wichtig, von Koordinatoren. Deswegen, wir wollten heute nur die Präsentation zum Produkt Ihnen anbieten, also Präsentation über die App. Und ich wollte einfach etwas ausführlicher über dieses Produkt berichten. Ich möchte alle Menschen einladen, die eigenes Business verbessern wollen. Ich möchte Sie zu einem weiteren Webinar am Mittwoch einladen. Dort werden wir dann über den zweiten Teil sprechen und dort wird es um die Businessmöglichkeiten gehen. Wir werden über Boni sprechen, über die Strategie, die wir erarbeitet haben, um ein Ökosystem ins Leben zu rufen, dem ganz viele Unternehmer angehören werden. Also wir haben großartige Ziele vor uns. Wir können auf dieser Welle reiten, auf dieser Welle surfen und unser Business auf die Spitze des Erfolgs bringen. Deswegen, das Einzige, was ich nun Ihnen sagen will, ich möchte Sie zum nächsten Webinar einladen am Mittwoch, zum zweiten Teil dieser Präsentation, denn das liegt auch in Ihrem Interesse. Wir werden über Marketing sprechen, wir werden über Strategie sprechen. Wir kommen nun zu Empfehlungen über. Das ist nur eine weitere Funktion in unserer App. Die Kunden empfehlen sehr oft einen Service oder ein Produkt, mit dem sie eine positive Erfahrung hatten. Ich habe immer vor Augen, ich sehe immer noch dieses Bild mit einem zufriedenen Kunden, denn die Menschen sind also die Menschen sind immer bereit, etwas kostenlos zu empfehlen, wo sie wirklich eine positive Erfahrung hatten. Mensch, ich war gestern in einem tollen Restaurant, da kann ich nur weiterempfehlen. Oder ich war gestern bei einem Friseur, der hat mir eine schicke Frisur verpasst. Also das ist durchaus möglich und das muss man beachten.
noch eine Funktion Online-Bestellungen. Sie können Ihre Bankkarte hier registrieren und Sie brauchen kein Zahlterminal mehr, Zahlungsgerät. Und das ist eine weitere Option, die ich sehr mag. Feedback. Feedback, Sie bleiben in Kommunikation, Sie bleiben in Kontakt mit Ihren Kunden. Und das finde ich, das ist eine sehr wichtige Funktion. Und mit dieser Funktion können Sie Ihren Service verbessern. Dadurch bekommen Sie loyale Kunden. Sie bekommen die Kommentare, Tipps und Empfehlungen. Das Gleiche haben wir auch in unserem Unternehmen. Wir schätzen Feedback sehr hoch. Bei der nächsten Präsentation, wir werden einen Test starten und ich werde Sie bitten, diesen Test mitzumachen, um unser Service zu verbessern. Cross-Marketing. Cross-Marketing, das ist eine echte Revolution zusammen mit dem Kommunikationskanal. Also das ist das beste Produkt 2021. Cross-Marketing. Mit dem Cross-Marketing können Sie ein gutes Verhältnis aufbauen mit Ihren Kunden, mit Unternehmern, mit anderen Unternehmern in diesem Ökosystem. Ökosystem Eugene, ich kann erklären. Cross-Marketing wenn Sie einen Konkurrenten haben, wenn Sie ein Unternehmer sind und einen Konkurrenten haben, dank dem Cross-Marketing, Sie können aus diesem Konkurrenten einen Kollegen machen, denn die Menschen, die die App herunterladen, also Ihr Produkt wird ja visualisiert in der App. Wenn die App 10.000 Menschen runterladen, ich bekomme eine bestimmte Bewertung in diesem Ökosystem. Denn ein Friseur kann mich ansprechen und der kann sagen, ich arbeite nicht weit von Ihrem Laden, von deinem Laden. Ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Und das heißt, wenn ich mein Business werbe und wenn ich ein Fast-Food-Restaurant habe, ich kann Werbung machen. Ich kann Menschen einladen, meine Pasta oder meine Pizza zu probieren. Ich kann eine Push-Benachrichtigung einsetzen und das verschicken an die 1.000 meiner Kunden, an die 10.000 oder an die 3.000 Kunden des Friseurs, der ein Friseursalon hat, nicht weit von meinem Restaurant, mit dem wir in Crossmarketing gemeinsam getreten sind. Also viele schöne Frauen, die zum Friseur kommen. Sie bekommen noch eine Benachrichtigung, dass ich hier eine neue Aktion, ein neues Produkt anbiete in meinem Restaurant. Und das sehr gut schmeckt. Etwas, was Sie noch nie probiert haben. Und Sie bekommen noch Rabatt, weil Sie neue Kunden sind, Kundinnen sind. Also dadurch vergrößere ich meinen Kundenbestand. Ich wachse als Unternehmer. Ich kann auch mehr verkaufen. Daher ist Cross-Marketing eine der besten Optionen hier in unserer App. Und die letzte Funktion, das ist unser Loyalitätsprogramm.
Darüber haben wir bereits gesprochen. Mit dieser Funktion sind Ihre Kunden sehr gut aufgehoben. Sie bekommen den besten Service und Sie bekommen von Ihren Kunden gutes Feedback. Sie können auch Sonderaktionen anbieten und auch Rabatte anbieten. Jetzt gehen wir zur nächsten Folie über. Hier sehen Sie Marketinginstrumente, um mit Kunden zusammenzuarbeiten, mit Kunden zu arbeiten. Lass uns gemeinsam anschauen. Als Unternehmer, Sie können bestimmte Aktionen anbieten, angenehme Boni anbieten und Sie können auch Punkte verdienen. Und Sie bekommen auch passives Einkommen von Ihren Kunden. Dank Push-Benachrichtigungen, alle Kunden werden Bescheid wissen über Ihre Nachrichten, Ihre Aktionen und besondere Angebote. Und Ihre Kunden werden auf dem Laufenden sein über Ihr Angebot. Wie funktioniert denn YouGain? Ich glaube, diese App ist ganz einfach zu verstehen. Also die Kunden müssen die App herunterladen und sofort registrieren. Registrieren kann man im Play Market oder im App Store. Sobald der Kunde registriert, der Unternehmer hat einen QR-Code. Der Kunde muss diesen Code einlesen. Wenn das nicht möglich ist, dann der Kassierer kann das manuell eingeben. Nach dem Einscannen bekommt der Kassierer die Informationen über die Anzahl der Punkte oder über den vorhandenen Rabatt oder Cashback. Also der Unternehmer ist dann auf dem Laufenden, er weiß Bescheid, was der Kunde auf dem Guthaben hat. Dann bekommt er Bezahlung. Wenn man online zahlt, man kann auch die Bankkarte registrieren bei dieser App. Der Kunde muss bezahlen, er bekommt Bonuspunkte und Cashback. Der Kunde bekommt Bonuspunkte und diese Bonuspunkte kann er dann später nutzen beim späteren Einkaufen. Verschiedene Business-Möglichkeiten im Ökosystem YouGain. Man kann da ihre Punkte ausgeben. Ihre Datenbank. Sobald der Kunde sich registriert über ihren Code, er ist für immer angebunden, angekoppelt an ihr Unternehmen, an ihr Geschäft. Also wenn die Kunden zu mir kommen oder sie gehen in einen Friseursalon, jedes Mal, wenn mein Kunde zu einem anderen Unternehmer geht, der unserem Ökosystem angehört, ich bekomme 1% vom Geld, das der Kunde ausgegeben hat. In jedem Ort der Welt, egal wo er sich befindet, die einzige Voraussetzung, dieses Geschäft, dieser Laden muss dem Ökosystem YouGain angehören. Also das alles kann man checken, kann man prüfen. Ah, ja, aber du bekommst Bonus.
Und so läuft Tropfen um Tropfen. Allmählich bekommt man passives Einkommen. Deswegen möchte ich alle Unternehmer einladen. Sie müssen ihre Mentalität ändern. Sie müssen ihre Augen offen halten. Und sie müssen offen sein für neue Marketingtypen, Marketingarten, die es auf dem Markt gibt. Neue Technologien, die ich bereits aufgezählt habe. Ich möchte Unternehmer, herkömmliche Unternehmer auch einladen. Also machen Sie diese Schulung und prüfen Sie diese Möglichkeit, dass wir mit YouGain Ihnen anbieten. Wir wissen, was in der Welt passiert. Wir haben den Markt analysiert. Und glauben Sie mir, heute Unternehmen werden gehen pleite, die weltbekannt sind. Aber die Wahrheit ist so, dass sie schließen müssen in diesen Zeiten. Selbst die bekannten Unternehmen und die Kunden können nicht so einfach wie früher Produkte kaufen. Hotels, Restaurants sind jetzt in der Krise, denn sie sind nicht Teil des Ökosystems. Deswegen, ich möchte Sie bitten, Ihre Vorurteile zurückzulassen, dass Sie akzeptieren, dass Sie verstehen, dass es jetzt eine Revolution stattfindet, neue Technologien kommen und akzeptieren und nehmen Sie, seien Sie offen für diese neuen Instrumente. Ich habe die Zeit etwas überzogen, aber ich bedanke mich für Ihre Zeit, für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre wertvolle Aufmerksamkeit. Ich habe mich gefreut, Sie zu sehen bei unserer Präsentation. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte Ihnen sagen, unsere Möglichkeit, das ist die Möglichkeit für alle. Für alle Unternehmer, denn alles, was Sie heute gesehen haben, das alles können Sie. Sie können dieses Produkt bekommen zu einem niedrigeren Preis, als eine Tasse Kaffee pro Tag kostet. Wenn Sie die Werbung auf Billboard sehen, heute hat man mir geschrieben, was das alles kosten kann pro Jahr. Und sehr oft bringt Ihnen so eine Werbung nicht ein, wenn Sie das vergleichen mit dem, was wir Ihnen anbieten. Ich habe diese Präsentation heute war ganz kurz, aber ich kann stundenlang eigentlich darüber sprechen, über dieses Produkt sprechen. Deswegen die einzige Art und Weise, mit wie Sie Ihr Business starten oder neu starten können, das ist Ihre Entscheidung. Ist Ihre Entscheidung, wenn Sie wollen, an die Spitze des Erfolgs zu kommen, wenn Sie Ihr Leben verändern wollen, wenn Sie müde sind. Müde sind von irgendwelchen Schmerzen durch den Staat, die Pandemie und so weiter. Sie können alles in Ihre Hand nehmen und diese Entscheidung treffen, denn Sie sind die Schöpfer Ihres Erfolgs. Und keiner außer Ihnen kann Ihr Business verbessern. Deswegen ist es die höchste Zeit, jetzt zu handeln und Teil unseres Ökosystems YouGain zu werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche am Mittwoch, wo ich über
Businessmöglichkeiten erzähle. Das wird ein Webinar sein für diejenigen, die verdienen möchten und ihr Business beschleunigen möchten. Am Anfang habe ich Ihnen versprochen, eine gute Nachricht mitzuteilen. Also die Menschen, die bereit sind, ihr Niveau, ihr Bildungsniveau zu steigern, dank unserer Ausbildung, die Akademie für Privatinvestoren anbietet. Die Schulung für Unternehmer. Diese Schulungen sind kostenlos zugänglich für alle, die Mitglieder in unserem VIP-Club sind, der Akademie für Privatinvestoren. Also holen Sie nähere Informationen bei den Menschen, die Sie eingeladen haben zu diesem Webinar. Und die Nachricht des Tages? Unsere Prüfung ist bereit. Die Prüfung wird am 22. Januar um 9 Uhr anfangen. Sie werden 3 Tage haben. Vom 22. bis 25. Januar werden Sie Zeit haben. Und dieser Test wird dann zur Verfügung stehen vom 25. Januar 9 Uhr bis 25. Januar 9 Uhr. Sie können diese Schulung durchlaufen. Das ist die einzige Art und Weise, mit dem Sie erfolgreich werden können. Ich erwarte Sie hier in unserem Webinar und ich wünsche, dass Sie an unserem Test teilnehmen, denn nach dem Test, wir werden den Vorstart machen und dann den offiziellen Start. Ganz bald sind wir auf dem Markt mit diesem Produkt. Wir werden großartige Ergebnisse erzielen, ich bin mir sicher. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch und wir sehen uns später. Vielen Dank.